Herzlich willkommen zurück. Part 4 mittlerweile? Ich glaube ja. Hier möchte ich euch jetzt, beziehungsweise in dem Part möchte ich euch einfach mal euren eigenen Clan, ihr spielt ja als Clan, so seid ihr gestartet, näher bringen. Und zwar speziell die Clan-Seite, wo ihr einen Clan managen könnt. Dazu könnt ihr unten auf die Krone klicken. Links unten, Clan oder auch Shortcut ist L. Und ihr kommt hier hin. So. Dann gibt es verschiedene Reiter. Ihr seht euren Clan-Tier, eure Finanzen, eure Clan-Rolle. Aber das nach und nach. Ich erkläre euch das alles gleich. In der letzten Folge und in den letzten Folgen habe ich schon viel über die Companions erzählt. Vielleicht noch nicht genug. Vielleicht sind da noch ein, zwei Fragen. Immer rein in die Kommentare. Ich versuche sie nach Möglichkeit zu beantworten. Aber generell, das ist Startbildschirm eurer Clan-Seite. Ihr seht eure eigene Familie, wenn ihr dann eine Frau habt, wenn ihr dann später Kinder habt. Dazu aber ganz, ganz später mehr. Und wie viele Kompagnons ihr schon habt und wie viele ihr haben könnt derzeit. Plus, was diese gerade machen. Klar, Familie, ich habe noch keine Frau mir geangelt und ich habe noch keine Kinder mit der. Demnach ist das einfach noch ganz allein und der Gustav ist Single. Hä? Companions, ich habe 3 Stück. Die Gertlind und der Lorgant sind derzeit bei mir in der Armee mitvertreten, deswegen heißt das hier Traveling to Danustica, weil ich da auch gerade bin. Der dritte, Sigurd, löst gerade für mich eine Quest. Ja, den habe ich auf eine Quest geschickt. Das könnt ihr machen. Die Quests und dass ihr die mit Companions ja, lösen könnt oder bewerkstelligen könnt, zeige ich euch. Extra Video. Deswegen steht hier Solving Issue. Ja, er löst gerade ein Problem. Ihr könnt hier in diesem Bildschirm Clan-Rollen verteilen. Ja, es gibt 4 Stück an der Zahl. Es gibt den Scout, den Engineer, den Quartermeister und den Surgeon. Ich als Clan-Anführer habe mich selbst als Quartermeister gemacht, denn wenn ihr selber Quartermeister seid und ihr lauft mit eurer Armee über die Karte, levelt ihr. Abhängig von eurer Moral, was aber nicht schwer ist, wenn ihr einfach genug Essen dabei habt, habt ihr eine gute Moral, levelt ihr den Skill Steward. Ich bin mittlerweile auf Level 125 und je höher dieser Skill steigt, desto höher steigt auch eure maximale Anzahl an Partymitgliedern. Also ihr könnt dann mehr Truppen mit euch führen. Ja? Das ist ganz praktisch am Anfang. Natürlich hätte ich mich auch gleich als Surgeon, also als Chirurg machen können, beziehungsweise Arzt. Allgemein übersetzt jetzt und hätte dadurch den Skill Medicine, Medizin besser gelevelt. Was bedeutet, ich heile mich selber schneller, ich heile meine Truppen schneller, ich verliere weniger Truppen insgesamt in den Kämpfen. Ja, die sind dann, also die gehen dann, anstatt zu sterben, sind sie nur verletzt, weil ich dann, je höher das Level ist, so ist meine Überlegung in der Sache, kann ich auch mehr Wunden und mehr, ja, mehr Krankheiten heilen, sagen wir es einfach so. Mehr Verletzungen ist ein gutes Wort. Man kann aber auch Clan-Rollen an seine Companions verteilen. Ja, warum sollte man Clan-Rollen offen lassen, wenn man einfach sagt, ey, ich kann es genauso gut einfach meinen Companions geben. Die machen das für mich. Ja, so ist es nicht ungenutzt und es geht voran. Ihr könnt eure Companions, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt oder weil sie euch nicht mehr gefallen oder ihr einen neuen haben wollt, was auch immer, in dem Menü auch vom Clan rauswerfen, wenn ihr das möchtet. Hier seht ihr eure gesamten Einnahmen derzeit und eure gesamten Ausgaben. Die erwartete Veränderung plus was ihr habt und was ihr dann haben werdet. Rechts oben ist eure Clan-Stufe. Die Clan-Stufe steigt mit Renown, also Wiedererkennungswert. Ja, das bekommt ihr in Kämpfen, beim Handeln, beim Erledigen von Quests, beim Sprechen mit Leuten, solche Sachen, ja. Beim Lösen von Problemen. Generell, ihr bekommt überall, selbst in der Arena, bekommt ihr Renown. Und ihr seht immer, ihr braucht so und so viel und ihr habt gerade das und das. Dann steht da auch noch, was ihr für oder für das Erreichen des nächsten Levels bekommt. Bei mir wäre es jetzt gerade, ich kann eine weitere Party versenden. Dazu komme ich gleich. Ich kann einen weiteren Companion einstellen. Also habe ich dann insgesamt 6. Meine Partygröße oder die Partygröße generell meiner Partys steigt um plus 15 maximal. Und ich bin dazu befähigt, ein Kingdom zu gründen mit Clan Level 3. Ja? So. Gehen wir auf Partys.
Das ist die Übersicht all eurer Partys. Also ihr selber führt ja eine Party, die rumrennt, die Banditen bekämpft, die Looter bekämpft, also Plünderer, die feindliche Armeen bekämpft. Das würde alles hier aufgeführt sein. Ihr könnt eine neue Party kreieren und einen Companion diese führen lassen. Bedeutet, euer Companion macht mit seiner Party das gleiche, was ihr macht. Er rennt rum und bekämpft Leute. Er kauft sich neue Leute ein, er wird größer, er wächst. Am Anfang müsste diese jedoch nicht nur die Gehälter zahlen, sondern auch finanzielle Unterstützung. Finanzielle Unterstützung bedeutet, diese Party braucht Geld von euch, dass sie neue Leute anwerben kann, wachsen kann, stärker wird und demnach irgendwann selbstständig arbeiten kann. Im Sinne von, sie gewinnt oder sie generiert so viel durch das Bekämpfen anderer Einheiten, Truppen, dass ihr quasi die Gehälter, dass die sich selber bezahlen. Falls ihr Karawanen habt, werden diese hier angezeigt und ihr seht dann immer auch hier auf der rechten Seite, wo sind diese gerade, sind diese noch aktiv, sind die nicht mehr aktiv. Falls ihr später Settlements habt, also euch wurde ein Castle geschenkt oder eine Stadt, könnt ihr Gouverneure einsetzen, auch Companions, die dafür sorgen, dass eure Stadt läuft. Das würde hier bei Garrisons mit aufgeführt werden. Ich glaube, was noch nicht ganz korrekt im Spiel ist, ist dieser Punkt, Dispatched. Dispatched heißt, hier sind alle Parties oder Companions, die für bestimmte Quests oder Issues abgestellt worden sind. Da ich gerade ein Companion auf einem Questzug habe, müsste der eigentlich hier aufgezeigt werden. Ist nicht, ist aber nicht schlimm. Ich meine, wir wissen ja alle immer selber, was wir gerade mit unseren Companions machen und zur Not gucken wir einfach auf diese erste Seite und danach in unser Questbuch. Was sind Thieves? Thieves sind alle Settlements, also Castles oder Städte, die ihr besitzt. Die könnt ihr hier sehen und verwalten, wenn ihr dann draufklickt. Bei Azas seht ihr eure ganzen Workshops. Ich habe mittlerweile mir 3 Potteries gekauft, weil die Potteries einfach derzeit am besten laufen. Ich meine, ihr seht, ich bekomme von der einen 707, von der anderen 470 und dann nochmal 150. Was einfach meine Armee ganz alleine bezahlt, ohne dass ich noch handeln muss, dass ich noch jemanden bekämpfen muss. Natürlich wäre es langweilig, wenn ich nichts von beiden machen würde, aber ihr wisst, was ich meine. Meine Armee bezahlt sich durch meine Workshops. Das könnt ihr hier sehen. Ihr könnt diese Shops hier verkaufen, wieder, falls ihr Geld braucht. Ihr seht, was ihr dafür bekommen würdet. Oder aber, ihr könnt auch deren Produktion ändern. Falls ihr euch selbst austesten möchtet und sagen möchtet, hey, ich hätte gerne eine Weinpresse hier und hier eine Olivenpresse oder eine Schmiede und eine Olivenpresse und eine Pottery. Und dann seht ihr, eins von denen läuft nicht so ganz. Könnt ihr in diesem Menü über Change Production für 2000 Denare Gebühr die Produktion ändern auf jegliches anderes. Zum Beispiel die Weinpresse dann nochmal auf eine Pottery oder was auch immer ihr wollt. Ihr seht schon, dass hier in der Mitte steht, mein Pottery Shop ist Level 1. Ja, also ich habe ja nur schon ein paar Tage Bannerlord gespielt und das Level hat sich nicht verändert. Ich denke einfach, es ist noch nicht implementiert, wird aber mit der Zeit kommen, sodass man dann eventuell noch sagen kann, hey, die wird größer und sie kann noch mehr Gewinn abwerfen später. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch ganz wichtig. Mehr gibt es derzeit leider noch gar nicht zu sagen über die Partyseite oder Clanseite, Entschuldigung. Nur, dass ihr halt diese ganzen Optionen habt, dass ihr das ein bisschen von außen steuern könnt und das ein bisschen einfacher habt, euren Clan zu verwalten. Hier quasi klickt ihr auf euer Bild, euer Abbild oben und dann nochmal hier auf euren Clan seht ihr eure ganzen Clan-Mitglieder. Hier würde stehen, mit wem ihr im Krieg seid. Könnt dann von hier aus direkt diese anderen Clans ansteuern, mit ihnen interagieren oder auch dann deren Anführer suchen und sozusagen dann dahin reiten und mit denen verhandeln, sofern sie verhandeln möchten und nicht gleich mit euch Krieg führen. Ja, das ist immer ganz, ganz nett zu wissen. Hier ist ein gutes Stichwort. Der ganze Bildschirm, den ihr gerade seht, ist die Enzyklopädie. In der Enzyklopädie könnt ihr alles suchen, was ihr wollt. Ihr öffnet die Enzyklopädie mit N, ja, und dann könnt ihr hier alles, wirklich alles suchen, was es quasi im Spiel gibt. Ja, sucht ihr ein bestimmtes Dorf, ein Castle oder eine Town, klickt ihr jetzt an, sucht euch den Namen raus, fertig.
Such dir aber jemanden bestimmten, zum Beispiel den Anführer des Southern Empire, des südlichen Empires, ja? Könnt ihr das machen? Ja, wenn ihr den Namen wisst, oder und ob es eine Frau oder ein Mann ist, filtert ihr danach, fertig. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das so machen wollt, hier über Kingdoms, ja, es gibt Southern Empire, so, Anführerin ist Rhaegaer, zum Beispiel. Klickt ihr darauf, aha, Rhaegaer wurde zuletzt gesehen in der Nähe von Tevea vor einem Tag. Dann reitet ihr dahin, guckt, ob sie da noch rumrennt. Falls nicht, guckt ihr immer wieder rein, wo sie denn gerade ist oder wo sie gerade war, zuletzt gesehen, sonstiges. Ihr seht, mit wem dieses Reich im Krieg ist oder mit wem auch verbündet. Ja? Ihr könnt also quasi in der Enzyklopädie alle Informationen raussuchen, die ihr benötigt, um vielleicht eine Quest zu erfüllen, um vielleicht einfach auch Konversationen voranzutreiben, gerade speziell auch, wenn ihr eine Frau oder einen Partner euch angeln wollt, dass ihr immer wisst, wo ist er gerade gewesen, sodass ihr nicht wild und ohne Ziel durch die ganze Weltkarte reiten müsst. Falls ihr zu dem ganzen Thema hier Fragen habt, einfach rein in die Kommentare, ich versuche zu beantworten. Denkt immer dran, für mich ist das erste Mal Bannerlord oder generell Mount & Blade. Ich bin kein Profi, gar kein Experte. Ich bin einfach nur jemand, der, während er das spielt und gelernt hat, das gerne weitergeben möchte und demnach Anfängern helfen möchte, die eventuell Probleme haben und sich nicht so gut zurechtfinden. Falls euch das so gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Gebt mir Feedback in die Kommentare, was ich schon gesagt habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Teil auch mit dabei seid. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.